Hallo, herzlich willkommen zurück bei Mario Party 512 Modus Blind German und ihr hört richtig, jemand bohrt. Das ist natürlich sehr nervig und es tut mir auch sehr leid. So, wie ihr seht, habe ich jetzt viel mehr Herzen. Das ist auch gut so, denn die werden wir hoffentlich mal alle brauchen. Nicht alle brauchen, ich will damit überleben, so wollte ich jetzt sagen. So, dann machen wir da ein Feuer hinter hinten, du. So, ich nehme mal so eine Kugel dann, ne? So, und dann einfach ins Gesicht, was ich irgendwie nicht verstanden habe noch dann. So, zack, zack und zack. Und für das Gamer und Gebore tut es mir jetzt schon leid. Aber wie gesagt, ich kann dafür nichts. Ja, das kommt alles nicht von mir. So, und dann jetzt wieder sich hier hinstellen und oben. So. Und 1 und 2 und 3. Ah, ich muss hier weggehen. Da, da, den Bereich, Rosa, mach mal bitte. So, genau, so schön. So, dann nehmen wir uns wieder eine Kugel schnell. So. Und dann auch wieder in dein Gesicht. Dankeschön. Jetzt hat er noch 2 Leben. Eine Kugel. Zweite Kugel. Ja, ist ja nicht schlimm, solange ich in Jona fliege. Genau, die da hinten einmal bitte machen. Das ist perfekt, dankeschön. Rosa. Wo ist die eine hin? Ach, egal. So, dann so. Dann hier rüber. Und dann wieder rum. Geht doch. Ein Leben hat er noch, Leute. Das werden wir ja wohl hinbekommen. So, er macht diesmal nur 2 Kugeln. Warum? Keine Ahnung. Und schnell weg, weg, weg. Gut so. Dann gehen wir da hin und holen uns eine Kugel. Warten wieder auf diesen blöden Blitz und damit bist du auch tot. Dankeschön. Und tschüss, viel Spaß in deiner Verdammnishölle. Juhu, wir haben es geschafft. Das ist schön. So, was kommt denn jetzt alles noch? So, Grill verflucht, ich habe verloren. Aber trotzdem hat sich mein Traum erfüllt. Willst du wissen, was mein Traum war? Ja, wollen wir. Also, ich wollte immer nur einen würdigen Gegner finden. Und so hat sich mein Traum erfüllt. Den Kampf habe ich zwar verloren, aber ich triumphiere trotzdem. Das hat positives Denken. Ich bin der Größte. Ha. Also dann, Yoshi, wir sehen uns wieder. Wahaha. Jetzt wissen wir irgendwie, was sein Traum war. Und ja, er schwimmt in seinen Träumen. Ja, wenn man schwimmen nennen darf. Und schön. Und damit habe Mario Party 5 Story Modus Blind und German geschafft. Schön, dass dein Traum erfüllt hat, kleiner Tod. So. Ja. So, was passiert denn jetzt noch? Yoshi, wirklich, wir sind dir sehr dankbar. Dank deiner Hilfe konnten alle Träume geschützt werden. Jetzt kann jeder auf der Welt wieder in Ruhe und Frieden träumen. Schön. Und die schönsten Träume finden sich in Isomnien. Ich aber werde weiter die vielen Träume beschützen und hoffe, dass der eine oder andere in Erfüllung geht. Schön. Erwachen wir jetzt aus dem Traum? Nee, wir bekommen Quedels. Schön. So, also ich muss sagen, ich habe das Spiel zum allerersten Mal gespielt und gesehen. Und ich muss sagen, ja, der Anfang von den Kapseln, ja, es ist gut, muss man so sagen. Ja, der Story-Modus fing vielleicht ein bisschen blöde, aber dafür sind die Welten wunderschön gemacht. Aber die hätten auch viel größer sein können, auch im Story-Modus. Warum sind die verkleinert haben, keine Ahnung. Aber nun gut, wir machen ja hier nach das Let's Play Mario Party 5 Party-Modus. Da zeige ich euch noch alle 5 Träume einmal mit 20 Runden. So, da freue ich mich schon drauf. Aber ich muss sagen, das Spiel ist gut. Mario Party ist eh generell ein gutes Spiel. Also von daher, schön. So, wir gucken uns jetzt hier schön die Credits an.
wer hier alles mitgemacht hat. Das fing so lustig mit dem Haus und seinen Schlafanzug mit den Fischen. Und da trägt sie eine Erdbeere, die Peach. Also, es hat schon Spaß gemacht, das Spiel, das muss man sagen. Und da Tod auf der Wasserrutsche. Also, das ist zu empfehlen, das Spiel. Das muss man schon sagen. Und die Musik ist auch schön im Spiel. Auch wenn sie in den ganzen Träumen mal vorkam, halt auf den Traum über Welt. Aber die ist echt schöne Musik. Und ich bin eh generell so ein Typ, der gerne solche Musik mag. Von daher schön. So. Und die Credits-Musik ist auch gut. Also ich höre zurzeit die Musik zu, wenn ihr euch fragt, warum gerade nichts kommt. Ich höre zurzeit die Musik. Ja, die ist echt schön. Englischtext, Richard Rother, Filtrinen, ja, wer als mitgemacht hat. Frankreich, Text. Da, ja, German, Thomas Alböhm und Mickey Auer. Schön, die haben es ermöglicht, dass Mario Party 5 in Deutschland eine Deutschausgabe gibt. Also Deutsch, Schrift und so was. Schön. Und dann ist auch mein. Ja. Das ist einfach gutes Spiel. Bam, 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 bam. Aber ich muss echt sagen, das ist echt mein erstes Let's Play, weil ich beendet habe. Jetzt ist zwar noch nicht so richtig beendet, aber dieser Story-Modus, der ist beendet. Und das freut mich dann schon. Und ich freue mich echt auf den Party-Modus, wie die Bretter in echt aussehen. Ein paar habe ich schon mal privat gespielt und ja, die sind recht klein, also hätte man echt größer machen können. Aber hey, es war der Anfang der Kapsel. Dann in Mario Party 4 hatte ich auch mal das Spiel gehabt, aber leider verkauft. Irgendwann werde ich mir vielleicht nochmal holen und dann vielleicht auch für euch zocken. So, aber das ist echt schön. Und da sehen wir unsere ganzen Sternfreunde. Schön. Ende. Gut, kommt noch was oder kann ich jetzt sagen Ende? Gut, ich glaube, ich kann jetzt sagen Ende. So, das war's mit Let's Play Mario Party 5 Story Modus Blind German von Ninjoshi Senno. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht, das hier zuzugucken. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin, ich bin euer Ninjoshi Senno und ciao!